Hallo, hier ist Benny von pocketnavigation.de und ich schaue mir heute den Becker Map Pilot an, der für verschiedene Modelle von Mercedes entwickelt wurde. Wir sitzen hier in einer aktuellen E-Klasse und schauen mal, was sich in diesem kleinen Kasten verbirgt. Noch ein kleiner Kasten, das ist der Becker Map Pilot, den wir uns gleich näher anschauen. Dazu gibt es einen Gutschein für die 45 Tage aktuellste Kartengarantie. Das bedeutet, wer seinen Map Pilot innerhalb der ersten 45 Tage nach Inbetriebnahme über den Becker Content Manager registriert, bekommt die aktuellsten Karten umsonst. Dazu gibt es ein USB-Kabel für den Anschluss an den PC. Und das war's auch schon. Schauen wir uns den Map Pilot etwas näher an. Der kleine Kasten besitzt auf dieser Seite einen Mini-USB-Anschluss, damit das Gerät auch an den PC angeschlossen werden kann, um neuestes Kartenmaterial aufzuspielen oder Software-Updates. Das ist der Connector für das Cradle, in dem wir das Gerät gleich einsetzen werden. Auf der Unterseite befindet sich ein Fach für einen Akku, der das Gerät mit 100 mA versorgt. Dieser Akku wird allerdings erst nur benutzt, wenn keine Bordspannung besteht. Zudem findet man auf der Rückseite den Reset-Schalter, falls das Gerät mal abstürzt. Eingesetzt wird der Map Pilot im Handschuhfach des Fahrzeuges, wo sich das Cradle befindet. Einfach reinschieben, kurz einklicken lassen und fertig. Auch das Herausnehmen funktioniert ganz einfach. Hier oben befindet sich ein kleiner Schalter. Drückt man diesen, wird das System entriegelt und der Map Pilot kann wieder entnommen werden. Sobald der Map Pilot eingesteckt ist, wird er vom Fahrzeug erkannt und die Navigationssoftware gestartet. Wenn das System zum Updaten der Karten oder der Firmware an den PC angeschlossen wird, kann dieser Vorgang bis zu einer Minute dauern. Normalerweise ist das System aber innerhalb von wenigen Sekunden startbereit. Hier haben wir nun den Hauptbildschirm, über den alle wichtigen Funktionen des Systems ansteuerbar sind. Die Bedienung erfolgt über ein Clickwheel, das in der Mittelarmkonsole des Fahrzeuges befestigt ist. Hier hat man einmal die Möglichkeit, das Rad zu drehen, um durch die Menüs zu wechseln. Hier kann man einen Schritt zurückgehen, links oben, und auf der rechten Seite befindet sich eine Taste, um Aktionen abzubrechen. Das Menü ist sehr übersichtlich gestaltet. Man findet hier eine Liste der letzten Ziele. Kann eine direkte Zieleingabe starten, diverse Einstellungen treffen, einen Blick auf die Karte werfen. Oder aber auch eine Zieleingabe per Sprache starten. Das ist besonders sinnvoll, wenn man während der Fahrt ein neues Ziel ansteuern will. Dabei muss man nicht besonders viel aufs Display achten. Diese Sprachsteuerung lässt sich zum einen über diesen Menüpunkt erreichen oder am Lenkrad ist eine ähnliche Taste zu finden. Wir demonstrieren das Ganze mal. Rangsdorf, Friedensallee 97. Das System versucht automatisch, das Ziel zu finden. In den meisten Fällen tut es das auch. Wir konnten bei unseren Testfahrten bisher hier kein Defizit feststellen. Wenn es eine ähnlich klingende Adresse findet, wird diese auch angeboten. Per Clickwheel kann diese ausgewählt werden. Anschließend muss nur noch nach unten auf Zielführung starten geklickt werden. Und nach einer kurzen Berechnungsphase ist das System soweit für die Routenberechnung. Die Sprachansagen werden über die fahrzeugeigenen Lautsprecher ausgegeben. Wird dabei Musik abgespielt, wird diese gedimmt. Natürlich gibt es im Menü verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Um beispielsweise die Karte anzupassen. Wir haben jetzt hier die Splitscreen-Darstellung gewählt, wo zum einen auf der linken Seite die Navigationsanweisung
Anweisungen gegeben werden und auf der rechten Seite die Karte und die Pfeilansicht zu sehen ist. Wir sind jetzt hier leider aktuell auf keiner Straße, sondern stehen auf einem Parkplatz. Deswegen werden wir abseits der Route angezeigt. Hier könnte man in den Einstellungen den Kartentyp ändern oder auf eine 2D- oder 3D-Ansicht wechseln. Auch das Scrollen in der Karte ist möglich, indem man das Rad nach links oder rechts drückt, kann man sich zum Beispiel einen Überblick über die umliegende Strecke verschaffen, herauszoomen, hereinzoomen und sich so die vorausliegende Strecke einmal komplett aufrufen. Der Becker Map Pilot empfängt Verkehrsmeldungen per TMC Pro. Wie man hier ganz schön auf der Überblickkarte sieht, werden auch einige Verkehrsstörungen angezeigt. Allerdings betrifft davon keine unsere aktuell gewählte Route. Würden Verkehrsmeldungen auf der Route liegen, würden sie zum einen mit in die Routenberechnung einbezogen werden und zum anderen hat man die Möglichkeit, sie hier direkt auszuwählen oder über das Menü Meine Route mehr Details dazu aufzurufen und würde dann die Option TMC auf Route angezeigt bekommen und könnte sich über das aktuelle Verkehrsgeschehen auf der Route informieren. Diese Informationen lassen sich auch über eine Funktion im Menü abrufen. Dort sind alle bekannten Verkehrsstörungen nach Autobahn aufgelistet und lassen sich einzeln aufrufen. Details dazu werden ebenfalls übermittelt und bei Bedarf kann man direkt zu der Verkehrsstörung springen und sich die Strecke dort anschauen. Zusätzliche Informationen können über ein Display in der Mitte des Tachos angezeigt werden. Hier wird zum Beispiel die aktuelle Fahrtrichtung dargestellt, der Spurassistent oder die Anzeige, wie weit es noch bis zur nächsten Abbiegung ist. Hier ist der Fahrspurassistent zu sehen, der zusätzlich auch im Display des Tachos angezeigt wird. Zusätzlich die realitätsnahe Anzeige der Kreuzung. Demnächst auf die Autobahn Richtung Magdeburg wechseln, dazu rechts halten. In 1000 Metern die Autobahn Richtung Rangsdorf verlassen, dazu rechts halten. Das war unsere kurze Vorstellung zum Becker Map Pilot. Weitere Informationen findet ihr in unserem ausführlichen Testbericht auf pocketnavigation.de.